Hallihallo, Hallöle, willkommen zurück zu WoW. Weiter geht's. So, eben kurz was im Gildenchat schreiben. Sind ja freundlich, ne? So, genau. Mit Rustmeister müssen wir sprechen. Was ist denn das für ein Kraut? Sonnengras, lassen wir jetzt. So. Müssen natürlich verkleiden. Jetzt haben wir uns verkleidet. Kann man da sehen? Ne, kann man auch nicht sehen. Haben nur so eine Maske auf, mehr nicht. Dann gehen wir mal hin. Reden wir mal mit dem guten Hauptmann. Kaoshin, hallo. Kraft und Ehre für die Horde. Poliert 7 Paar Schwarzfelsstiefel. Sehr gründlich. Ja, super. Nützen Rasiermesser schaffen, Skorpitstachel und Burgos Teammann ab der Aschensäule. Auszuschalten, ja, ja. So, erstmal hier die Stiefel. Energisch polieren, jawohl. Ersten haben wir. Sind hier noch mehr? Die muss man suchen, die Stiefel. Das weiß ich noch. Sind so ein bisschen überall verteilt. Na, so, sind wir hier oben schon mal? Ist hier oben irgendwas? Nein, müssen wir noch höher. Kann sein, dass hier oben noch ein paar Stiefel sind. Weiß nicht mehr so genau, wo die überall waren. Einmal hier rum. Nö. Immer noch ein Hohl höher. Das ist aber der, wo du, wo du ist Teamer, genau, müssen wir auch killen. Mit dem Skorpitstachel. Tschüss. Oh, wir wurden verwandelt. Quark. So, da haben wir kurz gesehen, wir haben nur eine Maske auf, mehr nicht. Das ist die ganze Verkleidung. Ein bisschen komisch, okay. Egal. Wieder runter. Also, so geht's auch, so geht's schneller. So. Noch tiefer, ja. Das ist der Ausgang. Raus. Bei der erste. Wir müssen noch den Rockmeister und Gorlop töten und noch 6 Paar Stiefel polieren. Müssen wir jetzt suchen. So, da ist glaube ich nichts mehr. Gehen wir mal da oben lang. Immer ein bisschen bei sowas systematisch vorgehen, also Stück für Stück. Nicht quer durch den Garten. Immer genau gucken, wo man lang geht. Da, Stiefel. Hey. Könnte glatte Schulter, glatze beim Bund sein. Keine Stiefelspinne raus. Auch nicht schlecht. So, hier ist keiner. Da müssen wir, glaube ich, nicht hin zur Statue, oder? Gehen wir mal zur Statue. Ja, ein bisschen groß, ne? Ich bin der König, ich bin der Größte. Okay. Was haben wir da? Ah, Stiefel. Da ist nix. Wir sind Stiefelpolierer. Da sind noch mehr Stiefel. Alles polieren. Blitzblank. Schon wieder Stiefelspinnen. Das waren die. Weiter zum nächsten Gebäude. Noch mehr Stiefel. Dann fehlen nur noch ein paar Stiefel. Hier sind die beiden auch nicht. Aber wie ihr seht, die Stiefel sind ja mehr als genug. Wir brauchen nur 7 und nicht 70. Ist auch keiner drin von den beiden. Nee, dann ist hier auch keiner, ne? Nope. Müssen noch 2 töten. Den Gorlop und den Workmeisterin Otana. Die wird wahrscheinlich da drin sein, die Otana.
sind der Bockmeister. Bock sind ja diese Wölfe, wenn man so möchte. Der ist ja schon. Hallo. So. Oh. Na Gott, du bist wohl da hinten. Hm, nee, hier nicht. Da ist er doch. Ah, hey, hallo. Hi, Jung. Und? Ja? Kann ich den nicht töten? Beenden. Fertig. Gebaden, genau. In der Lava baden. Sehr schön. Ihm ist kalt. Und ab wieder zurück. Kräuter haben wir schon so oft gesammelt hier. Feuerblüte, ja. Lassen wir erstmal. Wir haben schon einiges gesammelt. Geben wir erstmal ab. Die sind natürlich nur deshalb so grün, also uns freundlich gesinnt, weil wir die Maske halt tragen, weil wir verkleidet sind. Wenn wir die abnehmen würden, wären die alle wieder rot. Wären die feindlich. Mit das vorne Rufe, um 7 Kriegskohle des Schwarzfelds zurück zum Lager zu rufen. Wir können feindliche Kohle bis sie aufgeben. Machen wir das auch eben kurz. Wenn sie es so möchten, dann machen wir es so. Ganz einfach. Da haben wir schon Kriegskodus. Einfach Horn stoßen. Ja, das war glaube ich nicht so gut. Müssen wahrscheinlich wieder so weit schwächen, dass sie selber zurückgehen. Das machen sie aber nicht. Gehen die nicht so? Dann machen das auch so. Nee, die belauern nicht. Tschüss. Haben wir natürlich ein Problem. Können wir nicht machen. Ah, der will. Oh, alles klar. Ich hoffe, wir kriegen auch so 7 Stück zusammen. Ja, sehr schön, sehr brav. Geh nach Hause. Geh Gassi. Ah, die kriegen schon Angst vor uns. Schön, brav, Gassi gehen, ja, geh schön nach Hause. Der will ja nicht. Ja, da hast du was zum Anvisieren. Oh, 2 fehlen noch. Jawohl, nur noch einer. Komm du auch noch, dann haben wir sie doch. Du willst auch, ne? Ja, ach man, muss das sein. Da haben wir noch ein paar Chancen haben wir noch. Jawohl, geht doch. Beenden. Bin jetzt voll in Ruhe zurück zu Oberst Trottmann. Meißelgriff in der brennenden Steppe. Machen wir doch. Oh, komm, wir haben schon mal gesehen. Nehmen wir ein paar Kräuter mit. Liegen auf dem Weg. So. Ja, können wir eigentlich doch jetzt fliegen. Fliegen wir mal. Oder ist er doch da unten? Da ist er, da ist er, da unten, da von ist er, da ist er. Ja, da ist er doch. Was kann ich für euch tun? Das Horn mitnehmen. Busplätze, Schrott, brauchen wir nicht. John J. Kishen, General Torque Isok. Das Licht segne euch. Sprech mit General Torque Isok. Machen wir doch glatt. Wo ist er denn? Da hinten irgendwo. Da, ganz weit hinten. Da ist er, da treibt er sich rum. In den Feldern der Ehre. Wir haben immer noch die Verkleidung, deswegen sind die auch alle noch hier freundlich. In der Schwarzfelsfestung. Dieser Aufbau ist auch immer gleich. Immer gleich. Magmalot Kolob. Oh, muss ich mal freien oder was? Hallo. Sprecht mit Würtel Sprillhuper und bittet ihn, Magmalot Kolob freizulassen. Liegt er nach Magmalot Kolob im Kampf? Machen wir auch. Wo ist er denn? Ach, da ist er doch. Würtel Sprillhuper. Oh, ich habe ein Geschäft für euch. Ja, ich auch.
Tschüss. So. Blut und Donner. Immer noch Schrott. Leb wohl. Ach, Disziplinarknüppel des Schwarzfelds, bist bei 22 Einheiten in Fällen der Ehre. Wenn jemand merkt, wer ihr seid, so erschlagt mir vorher eure Maskierung aufheben kann. Okay, machen wir das auch, ne? Machen wir locker, locker. Und noch 5 Feldwebel des Schwarzfelds mit dem Disziplinarknüppel des Schwarzfelds. Besiegt sie schnell, weil sie eure Maskierung aufheben können. Ja, auch dieses noch. Alles mit der Verkleidung. Alles mit der Verkleidung. Da ist glaube ich sowieso nichts. Kann man rumlaufen. Auf einer Karte war dann hier zu, Ende. War schon ein bisschen eingestützt, ist war hier zu, kann man nur links rum gehen, deswegen gehe ich immer links rum von vornherein schon, weil das war volle Fälle immer offen. Feldwebel. Soldat. Oh, das alles insgesamt 25 Mal. Die dann nicht, oder? Erzählen auch. Ach, Diener. 20 Diener und 5 Feldwebel. Feldwebel, hallo. Plupp. Machen so komisch Klang, warum? Haben die eine Hohlbegierde oder was? Bisschen komisch. Klock. Irgendwie macht das aber Spaß. Irgendwie macht das Spaß. Ich klopfe auf Holz. Okay. Ja, du noch. Du noch. Bleibst du hier? Jawohl. Achso, annehmen. Erstmal annehmen. Oberst. Ja, trotzdem mal zurück. Erstmal natürlich nach hier die Quest abgeben. Ist natürlich wichtig. Daher können wir ruhig mal rechts rumgehen. Wie gesagt, hier ist manchmal zugeschüttet mit Schutt, Stein und so was. Dann ist es genau derselbe Weg. Hintenrum geht es auch nur rum, einmal rumlaufen, fertig. Also hier können wir einmal rumlaufen, da ist nichts mehr. Können wir einmal gucken. Gucken, dass das keiner guckt. Und wenn er mit zurückgeguckt. So, hier ist nichts. Gar nichts. Wie ihr seht, gar nichts. Kann man seine Runden laufen für Marathon. Könnte man machen. Zum Trainieren. Machen wir aber nicht. So, 500 Meter. Hier ist natürlich der Elite. Das ist aber nicht da. Natürlich, ne? Klar. Wäre auch so schön im Wald zu sein. Egal. Also, fliegen wir zurück. Lalalala. Und hinab. Oberst. Seid gegrüßt. Siehe den Ehrenfreund. Trotman. Seid vorsichtig. Achso, Stulpen oder Band? Band, Stulpen, Band. Für die Allianz. Erfolgsfortschritt, Infiltration. Man hat euch bei Euralius im Morgenswacht in der brennenden Steppe. Das Licht segne euch. Kopf eingestoßen. Tut auf Dauer ein bisschen weh. Machen wir mal kurz rüber da. 700 Meter, schafft man schon. Heute noch. Ach ja. Oh. Where's Sir? Was du, Sir? Ne? Katal? So, wer bist du denn da? Gorgon, och. Ist er auch da? Wäre ein Traum. Das ist er doch. Hey, Gorgi. Ja, er war auch da. Alle da heute. Wahrscheinlich gehen in der Höhle drin, wahrscheinlich, oder? Ja, oder hier oben.
Oder hier eine Höhle? Ne, der nicht. Wie heißt er denn? Haxor. Okay, wahrscheinlich unten in der Höhle. Natürlich im Kampf. Ja, ist ja gut. Irgendwo hier bei der Höhleneingang? Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern an die Obsidian-Elementare. Ja, müssen wir auch noch was machen, meine ich, um den Berg herum. Zumindest früher war das immer so gewesen. Ofen der Feuermägen. Müssen wir, glaube ich, sowieso noch hier rein, aber ich wollte gucken, ob der Elite-Map schon mal da ist. Wohnstoff, jo. Warum nicht? Na, hat er nicht kommen sehen? Das kann ich nicht angreifen. Doch, kannst du, Geister. Sag mal nein. Haxor, ist er doch. Hey, sehr schön. Ein Traum heute. 3 Elite-Mobs innerhalb von 1 Minute. Okay, 2 Minuten. Das ist schön. Oh. Gar nicht gesehen. Ihr seht auch bei in der Höhle ist auch wieder immer gleich. So, jetzt aber weiter. So, sind wir hier im Morgenswacht. Denn der Morgen, der ist wach. Kommen wir da rein? Da, das ist der Eingang. Hi. Was geht euch durch den Kopf? Eine Fliege. Man sieht sich. Man sieht sich. Aha, hab schon 3 von 3. Winzige Pflanzenfliege, ein Haustier, was wir schon 3-mal hab. Ja, ist egal. Natürlich auch trotzdem mit. Kann man leider nicht verkaufen, die Haustiere im Aha oder so. Kann man nur wegschmeißen. Wir haben reichlich Quests, wie man hier sieht. Ja, nehmen wir alles mit. Sprech mit Morgan. Waffenschmied, da kann man vielleicht gleich wieder was verkaufen, ne? Ich bin geehrt. Ja, ich auch. Ich bin geehrt, nicht zu treffen. Hilfe. Seid vorsichtig. Ziehe den Ehrenfreund. Ehre dem König. Oh, haben wir alles schon mal angenommen. So, Waffenschmied. Nee, du bist kein Waffenschmied, da ist er. Hallo, Schmiedi. Ich liefere nur feinste Ware. Das sagen sie alle. Ja, das können wir weg, das kann weg. Keine Vorlage. So alles Müll. Deswegen wollte ich nicht gucken, ob die besser sind. Das kann alles weg. Ach, egal. Ist ein Rezept verkauft, aber ist nicht so schlimm. Meine für Verzauberungskunst. Nicht so schlimm. So, da haben wir erstmal die Workschnitzel. Da haben wir schon einen. Hallo, riesiger Glutwork. Komm her, du. Mit der Worksäge natürlich kriegen wir eigentlich 5 Stück gleich raus. Sehr schön. War schon mal ein sehr schöner Anfang, ein sehr schöner Beginn. Wie viel kriegen wir jetzt? 4. Okay, der war ein bisschen mager. Hat nicht so viel gefressen. Wie sieht es bei dir aus? Wie bist du im Futter? Waren jetzt auch nur 4. Hey, bei einer Steppe erkundet. Ich bin natürlich vorher schon mal von A nach B geflogen, ab hier rüber geflogen, deswegen habe ich jetzt schon alles weit erkundet. Das ist ja nicht so schlimm. Muss dann nur einmal rüberfliegen. Die komplette Karte, dann deckt man alles nach und nach automatisch auf. Kann man natürlich mit allen Karten machen, ne? Auch jetzt in unserem Fall für eine Karte, die Karte eigentlich für die Horde ist. Könnte man auch schon machen. Totenreißer.
Kann man leider nicht. Okay. Elite Mob, aber ist der da? Fliegt der wieder hier umnehmen? Green Street von Easy jetzt rein. Ich will noch 5 Stück heute. Uiuiui. Elite Mobs am laufenden Band. Was haben wir da für ein Kraut? Feuerblüte. Sonnengras. Lass mir erstmal. Wieder 4 Stück. 11 fehlen noch. Also 3. Jetzt noch 2 Walks wahrscheinlich. Dann haben wir die Quest auch schon fertig. 6 Stück. 6 Stück kriegen wir bestimmt nicht auf einmal. Glaube ich nicht. Komm, der steht in gutem Futter. Der ist schon dick. Ach, schade. Nur 4. Komm runter da. Okay, komm ich hoch. Wenn der Berg nicht zum Prophet geht, muss der Prophet zum Berg gehen. Moment. Ich hab was im Auge. Ja, Kerzen im Auge. Da oben machen wir jetzt nicht. Ne, erstmal den anderen Quests hier fertig machen. Was haben wir noch hier? Die 2 Obsidian-Asche. Ja. Da kann man schon mal hier sehen, halt Kraut mit Sonnengras. Egal, was wir haben, haben wir. Was wir nicht haben, haben wir nicht, aber wir haben es dann schon mal. Sammelt 50 Kreuze Erz oder Belge. Okay, auf dem Drachen. Keine Ahnung. Ich muss zuerst da hast du. Auf dem Drachen müsste er hier stehen, ne? Der steht nicht dabei. Komischerweise steht es nicht immer hierbei bei der Zusammenfassung. Komisch. Egal. Ich habe das ja schon gelesen oder gehört. Es hat einer geschafft, nach 10 Jahren alle Erfolge von Final Fantasy 14 zu holen. Waren 2700 Stück. Alle Erfolge. Nach 10 Jahren. Alleine schon für die Quest hat er, glaube ich, gesagt. Über 7 Jahre. Jo. Kann man machen, ne? Soll ein Japaner sein. Jetzt kommt ja demnächst schon das nächste Add-on raus. Dieses Jahr irgendwann. Aber nee, nix für mich. Ich hab's ja auch mal gespielt. Die Bosskämpfe sind echt teilweise richtig scheiße. Ja. Ja, bleibst du liegen? Hm? Ach, die Flammenkins. Auch gleich. Ah, okay. Ich brauche ein Ziel. Da hast du doch ein Ziel. Hör auf zu meckern. Da ist auch noch einer. Dann kann ich hier nicht nur einzeln. Ach ne, waren 2 gerade. Nicht zu lange in der Lava stehen. Sonst bekommt man nicht Feuerschaden. Natürlich dann nicht so schön. 10, 11, 12. Okay. Dann auch nochmal 3. Ich brauche ein Ziel. Lässt du meine Laberspinne in Ruhe, du? Ist meine, die gehört dir nicht. 15. Also noch eine Gruppe. Einmal 3 Stück, da haben wir das schon. Da haben wir sie. So, was haben wir da jetzt noch? Obsidian-Asche, genau. Da waren wir ja stehen geblieben. Ach komm, dann sind wir Sandgras mit. Wenn wir schon mal hier sind. Nehmen wir das doch gleich mal mit. Ich meine, da hat auch schon mal einer, aber vor vielen Jahren WoW hier auch alle voll geholt. Aber auch schon viele Jahre her. Da waren natürlich noch nicht so viele Erweiterungen dabei und so weiter. Hier kann man schon eher machen, aber Final Fantasy 14, alle Folge. Ui, alle Reliktwaffen sind solche Scherze. Ja, 10 Jahre, ne? Nicht schlecht. So, 7.
Oder hat einfach nur viel Langeweile. Soll auch einer mal bei Runes of Magic, falls man weiß, nur einer von euch kennt, ist ein bisschen älter schon als MMO. Was macht er da jetzt? Er dreht am Rad, okay. Bei Runes of Magic hat man einer mal in der Corona-Zeit aber hat er wirklich 1 Million Fische gefangen. Völlig sinnfrei. Gab es keinen Erfolg für nix. Er hat es einfach mal einfach gemacht. Aus Langeweile. 1 Million Fische, kann man machen, ne? Ich hoffe hier bei WoW 1 Million Fische. Viel Spaß. Nein, nein, nein. So viel Langeweile will ich nie haben. Flammenfliegen. Na, die habe ich doch oben, nicht hier drin, ne? Klar. Die sind weiter oben. Ich dachte, irgendwo gibt es den Weg, wo man raufgehen kann. Weiß ich nicht genau wo. Muss man um den Berg immer herumlaufen. Man weiß nicht, ich konnte ja nicht fliegen. Muss ich immer herumlaufen. Hier vorne, guck mal, das ist schon eine Hängebrücke. Hier kann man hochlaufen. Genau. Das weiß ich noch. Aber Flammenfliegen, wo sind die denn? Wo sind die denn? Ich sehe keine. Was sind die hier oben? Ne, eigentlich nicht. Das ist der oberste Hexenmeister. Müssen wir auch noch mit einer Quest machen. Ich habe jetzt hier nirgendwo eine Feuerfliege gesehen. Wer weiß, wo die sind. Gehen wir da unten hin. Gehen wir da mal gucken. Vielleicht sind die da. Nee. Sollen die das sein? Nö. Oder bei einem Schein hier nur. Das ist immer die große Frage, ne? Wir müssen nichts benutzen. So, was haben wir da? Ne, einfach in der Nähe von Lava. Sieben Flammen fliegen. Okay. Hier sollen auch Flammenfliegen sein, aber hier sind da keine. Es ist auch keine Lava. Oder in der Höhle. Kann natürlich auch sein, dass in der Höhle vielleicht Lava ist. Das weiß ich natürlich nicht mehr so genau. Hier vielleicht? Da sind sie doch. Ja, wieder falsch angezeichnet. Da zeigt er mir an und da sind sie halt, ne? Ja. Eins. Eins und eins, das macht zwei. So, einfach in Lava langlaufen, das macht man noch. Da ist wieder eine. Ist aber keine Lava, aber egal. Hier haben wir wieder eine. Zack. Drei. Drei Stück haben wir von sieben. Das heißt, fehlen noch vier. Richtig? Richtig. So, Rauch. Jawohl. Also immer stimmt die Anzeigen auch nicht genau, wo die sind. Klingt komisch, ist aber so. So, wollen wir noch mehr? Ja, sind sie noch oben welche? Ne, sind keine mehr, ne? Ne, hier ist gar nichts. Nein, da ist gar nichts. Also können wir wieder runter. Hier sind noch welche. Ja, Flammenfliegen. Komm her. Nummer 6 und Nummer. Achso. Wollte ich schon sagen. Nummer 7. Was soll denn das?
Können wir wieder raus? Nein, ich will nicht verbrennen. Da kommen wir raus. Hier kommen wir raus und tschüss. Hier sind komischerweise sehr viele Fliegen. Ja, die Bereiche sind nicht immer richtig eingezeichnet. Sollte vielleicht mal überarbeitet werden, wenn nicht verkehrt. Hätte sich vielleicht im Laufe der Zeit vielleicht verändert, kann natürlich sein. So genau kenne ich hier natürlich auch nicht alle Stellen, wo was genau ist. Ne? Kann natürlich sein, dass ein paar Bereiche sich verändert haben im Laufe der Jahre. Solange es schon WoW gibt, kann natürlich sein. Das Licht segne euch. Ja, dich auch. Ja, beenden. Machen wir immer. Das Licht segne euch. Seid vorsichtig. Ja, du wiederholst dich. So, da haben wir schon die Kischen. Blutrunde, tötet 25 schwarze Großdrachenbrut der oder Schwarzmürkin. Haben wir schon gesehen. Du, Ehre dem König. Drachenvorhut. Tötet Miniot, Welpenbänder Akumi, Theromat den Versenkten und Tugner Blutschlund. Ja, es sind vier Bosse, wenn man schon denken könnte. Bringt die geräteten Welplinge zu Akrid im Schiff Schlitterfels. Seid vorsichtig. Bin ich immer. Ja, da mal eine Questmap geben. Achso, bei ihm da, ja. Kommt natürlich so nicht rein, klar. Weil, ist zu fett. Ihm auf einen Streich. Komm. Bleibt auf dem Boden. Tortestiefel, Schrott, Fernfliegen müssen wir wegschmeißen, weil wir nicht verkaufen können. Wir können mal gucken, ob wir die verkaufen können, glaube ich aber nicht. Mal gucken, vielleicht kriegen wir ein bisschen Geld für. Hallo? Hallo? Reparieren. Doch, nee, kein Verkaufspreis. Also können wir nur wegschmeißen. Kriegen wir nichts für. Null. Ach, lass mal jetzt. Vorlage, sehr schön. Traumblatt, das behalten wir mal. Ist, glaube ich, ein Kraut. Fenster, das mal auch mal. Kochen will ich jetzt hier mit ihm nicht. Das ist ein sehr aufwendig. Können wir vielleicht mal im Stream mit einem anderen Schaf vielleicht mal machen. Ach. Ja, ich wollte am Samstag streamen, wie, aber irgendwie noch mal im zweiten Monitor war es sehr am Laggen gewesen. Deswegen habe ich fort wieder aufgehört, aber ich habe dann Sonntag. Ich dachte, okay, machen wir mal Guild Wars 2, weil mit WoW habe ich manchmal, wenn ich jetzt starte, ist es am Laggen. Muss ich beenden, neu starten, dann geht's wieder. Aber bei Guild Wars 2 war es auch am Laggen, aber es ist nur auf meiner Anzeige auf dem Monitor zusammenlegen, komischerweise. Aber im Stream war alles flüssig. Ich habe nachher mal geguckt. Komischerweise. Aber egal, kann ich auf alle Fälle streamen. Dann mache ich erstmal Guild Wars 2 ein bisschen. Mal gucken, vielleicht zwischendurch noch WoW, weiß ich nicht. Mal gucken, mal gucken. Mal ich mir noch erarbeiten, so, ne? Ein bisschen zeitmäßig. Mal sehen. Auf jeden Fall würde ich sagen, das war's für heute. Sehen wir uns nächste Folge zu WoW wieder. Bis dahin, schön mit euch.